gelber Farbe. Gibt es da irgendwas? Weiß ich jetzt nicht. So, haben wir noch Holz. Wir müssen doch bald mal durch sein hier, Mensch. Wie gesagt, das müsste eigentlich noch diese Holz-Dinger hier sein. So, die kriegen den hier. Und Abfahrt. Und dann haben wir unten noch die 12. So, da sind sie. Die kriegen den hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zack. Genau, werden die fertig. Unten haben wir noch Holzträger für Kreuzberganbau. 10 Stück. Da sind sie. Wie gesagt, wenn die dann immer ins Depot reinfahren, dann beschleunige ich das, dass es einfach ein bisschen schneller geht, dann werde ich ewig warten müssen. Ganz frei nach Stefan Raab, wir haben doch keine Zeit. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, nur Holzbretter. Vier Stück. Zack, zack, zack. Raus damit. Und dann hier unten noch die 12 Stück Holzbretter für Twistringen Nord. So, das sind die jetzt. Die kriegen wieder den Scania. Wie waren das? 10 oder 12? Ich mache immer 10 jetzt raus. Oder waren das 12? Ich mache bloß 10. Wie gesagt, da die ja eh mehr transportieren können. So, war das jetzt alles hier? Wir waren doch jetzt bei allen Industrien und haben geguckt. Ach hier, ach, die Betonträger haben wir noch. Aber das müsste dann alles gewesen sein. Genau, die Betonträger noch und dann... Oh, es fängt auch schon langsam so ein bisschen an zu laggen manchmal, wenn du hier die Nachrichten anklickst und dann bäm. Holzträger. Quatsch, Betonträger. Wo war denn das? Das war irgendwo in der Mitte reingeklatscht irgendwo. Ach hier, genau. Ach, das sind nur noch die... Ach, hier ist auch noch Kupferkabel. Warum ist denn das hier weg? Bitte einmal entfernen. Wäre schön, wenn das automatisch entfernt werden könnte.
So, Elektrogeräteproduktion fertig, passend zum, ja, kurz vor Aufnahmeende. So, Betonträger. Dann haben wir noch 6x Kupferkabel. Die anderen. Zwei, vier, sechs. Schaltkreis akzeptieren die jetzt. Fahrzeugdings hat seit Jahren kein Geld gemacht. Was ist das für einer? Ein Bus. Komm, da will ich die Nachrichten halt einfach nicht mehr erhalten. Lege ich jetzt einmal fest. So, wo war denn das jetzt hier oben? Da gab es nämlich nochmal, nochmal was, nämlich die den verstärkten Betonträger. Na komm. So, jetzt müsste es eigentlich bis auf die Busse, wo es ja nichts Neues gab. Das müsste jetzt eigentlich wirklich alles gewesen sein. Sehe ich das irgendwie? Hier eine Glasscheibe ist auch noch. Oh, findet sich da immer noch unten Sand. Okay, dann machen wir die Glasscheibe noch. Und dann irgendwas mit Sand war da noch, ne? Habe ich da gerade gesehen. Glasscheiben bräuchte man eigentlich diese typischen Glasscheiben-LKWs, die so oben diese eckigen Kanten haben und dann so tief zwischen die Reifen, zwischen die Räder bis runter gehen. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, was war denn jetzt hier noch mit Sand? Guckt mal bitte mit, ob ich was übersehe. Irgendwas mit Sand war da noch, ne? Kohle, oh, hier sind noch Kohle und Sand. Ach, beides zur Schöckeswalde Nordost. Na, das müsste sicher. Das müsste ich ja finden lassen. So, hier haben wir noch Sand. Oh. Das sind jetzt wirklich hoffentlich mal die letzten Züge hier. Ich bin schon. Also, es speichert ja wieder. Bin schon hier. Von der Aufnahmezeit bei Folge 16. Werden natürlich keine 16 Folgen werden, ja. Also 15 kriege ich auf jeden Fall raus, die dann, glaube ich, durch diese Überlängenaufnahme wahrscheinlich mal ein bisschen, mal so 20, 30 Sekunden länger werden. So, hier war jetzt noch Kohle. Das müssten doch aber wirklich jetzt die letzten sein. So, komm, ballert jetzt hier rein. Zack.
So, jetzt aber wirklich nochmal letzte Kontrolle. Warum ruckelt denn das Spiel, wenn ich diese Tabelle offen habe? Nö, das sieht gut aus. Wie sieht es eigentlich bei den Zügen aus? Gab es da jetzt noch irgendwas Neues? DB-Baureihe. Tab 60. Den hier gäbe es. Naja, gut, egal. Müssen wir ja eh nochmal den Rest erforschen. Computergeräte, das brauchen wir dann fürs Finale. Elektromotor, Dieselmotor, Freight Wagons. Ist eigentlich auch ein bisschen sinnlos hier. Freight Wagons, ein schwerer Dieselmotor. Und dann, ja, puh, lange Aufnahme. 2 Stunden 45, Wahnsinn. Fast 3 Stunden aufgenommen, heftig. Aber es gab auch einiges zu tun hier. Ja, das haben wir schön gemacht. Und ja, was sagt der Firmenwert? 147 jetzt, okay. Ja, das war's jetzt hier von Voxel Tycoon. Ich gucke nochmal rein bei unserer Plutoniumproduktion, die jetzt hier voll ist, weil man es im Moment noch nicht weiterverarbeiten kann, leider. Aber egal, mal gucken, vielleicht tut sich da irgendwie eine Möglichkeit auf oder so, keine Ahnung. So, das war's mir von Voxel Tycoon. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, Glocke drücken, meine ganzen Quatsch abonnieren, Kommentar da lassen und so weiter und so fort. Und dann, ja. Das war's. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.